Ja, hallo Christian. Grüß dich. Wie schaut's aus mit unseren Aktionsfeldvideos? Haben wir da schon was? Ja, das Konzept ist heute fertig geworden. Wir machen kurz Pause. Ich leite dich zu Frau Müller weiter. Die wird da alles erzählen. Tschüss. In diesem Video wollen wir die Stärkung des Gemeinwohls einfangen. Wir befinden uns also an einem Dorfplatz. Bei LIDA setzt ihr euch für agile Orte ein und wollt die innerörtliche Mobilität verbessern. Ich habe da eine Idee. Also wirklich, ich habe eher an was Normales gedacht. Geht doch! So kann es gleich zum Einkauf beim innerörtlichen Nahversorger gehen. Weiter geht's. LIDA will Projekte umsetzen, die die Lebensqualität steigern. Ihr habt doch so eine coole Freizeitdatenbank aus dem lebenswerten Weinviertel. Da finden wir bestimmt was. Wie wär's mit Wandern? Wartet, nein. Wir brauchen Spaß, Action und ein paar junge Weinviertlerinnen und Weinviertler. Wir zeigen Kinder im Kletterpark. Das könnte auch gut zu den zukünftigen Jugendprojekten von LIDA passen. Und wir müssen unbedingt eine Dorfgemeinschaft darstellen mit vielen Vereinen und einem tollen Ehrenamt. Was gibt's denn bei euch für Vereine? Guter Anfang. Haben wir noch was Sportlicheres? Einen Laufverein. Jetzt bitte etwas Außergewöhnliches. Habt ihr im Weinviertel auch Bogensportvereine? Jetzt noch ein wichtiges Thema. Die Leerstandsreduzierung. Wir zeigen den Leuten einfach, was aus Leerstand Cooles entstehen könnte. Circa so. Oder vielleicht auch so. Bei LIDA setzt ihr euch für die interkommunale Zusammenarbeit ein. Schaut mal da! Aber stopp! Die Digitalisierung und die Darstellung von smarten Gemeinden fehlt. Ja, das ist mal die grobe Idee. Ihr macht halt einfach so viel im Weinviertel, das kann man ja gar nicht in einem kurzen Imagefilm zusammenfassen. Ja, sehr gut. Aber die Förderlogo-Leiste muss auf jeden Fall mit dabei sein.